Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir dekorieren heute, denn es wird Frühling, yeah, die Sonne scheint. Da ist mein Lissandro auch mit am Start, er wird mir jetzt helfen. Und dieses Video entsteht in Kooperation mit Leonardo. Deshalb blende ich es euch da oben ein. Ihr wisst, ich bin immer ehrlich. Und ja, wir starten jetzt da hinten. Da zeige ich euch erstmal unser Esszimmer und dann schauen wir mal, wie das hier so dann aussehen wird. Ganz viel Spaß beim Video und los geht's, oder? Ja. Ich zeige euch jetzt erstmal unser Esszimmer und zwar könnt ihr schon unschwer erkennen, wir haben einen richtig großen Esstisch. Die meisten von euch werden wissen, dass wir 4 Kinder haben und da ist natürlich ein großer Tisch notwendig. Ich kann den auch ausziehen links und rechts, falls wir noch Gäste bekommen. Ihr wisst, meine Kinder haben ganz oft Besucherkinder da und ich lade auch wahnsinnig gern Freunde ein. Diesen Tisch habe ich mir gewünscht, als wir gebaut haben und zwar ist der von Hülster und ich finde den so, so ultra schön. Und hier hinten haben wir dann unseren Tischkicker, der steht hier immer im Winter, damit die Kinder spielen können. Und hier haben wir jetzt unser großes Sideboard. Das kennt ihr bestimmt von meinen Videos. Ich habe mich ja schon des Öfteren hier hingesetzt und hatte dann eben das Sideboard im Hintergrund. Das hat unsere Architektin gezeichnet. Die Schreiner haben es dann angefertigt. Und hier oben haben wir nochmal das allerselbe, allerdings ohne Schubladen. Nur mit diesen Türen, damit eben die Ordner reinpassen. Hier ist auch die Bella mit am Start, könnt ihr sehen. Und hier habe ich eben die Pakete von Leonardo. Bin schon ganz gespannt, was mir zugeschickt wurde. Drüben habe ich jetzt noch Blumenfrische, die habe ich jetzt gerade noch schnell beim Gärtner geholt, damit wir eben alles schön frühlingshaft dekorieren können. Hier stelle ich mir dann meistens Bilder hin und hier, ja, nichts als die Wahrheit, ne? Verwelkte Blumen, aber das wird sich ja jetzt gleich ändern und ja, ich bin schon ganz gespannt. Wir fangen jetzt mal das Dekorieren an, würde ich sagen. So, der Alessandro ist auch mit am Start. Er freut sich nämlich jetzt schon, mit mir zu dekorieren. Und ich würde sagen, wir holen jetzt mal alles raus, Alessandro, und stellen es uns hier hin, damit wir mal in der Übersicht sehen, was da alles dabei ist. Ich wollte aber noch dazu sagen, dass mir aufgefallen ist, natürlich, dass alles wirklich ganz, ganz toll eingepackt ist, ganz sicher eingepackt ist, damit den Produkten natürlich auch nichts passiert. Also, Lassie, dann fangen wir mal an, die Sachen einfach jetzt hier hinzulegen. So. Ui, die sind ja süß. Mit Blumen drin. Ja, cool. Das sind so Kugeln. Ah, schaut mal, da steht Primavera drauf. Frühling. Oh, wie passend. Richtig schön. Was haben wir denn noch? Kugel. Eine große Kugel. Wartet mal, wir haben hier noch eine große Schale. Wow, die sieht auch schön aus. Oh, die ist ja mega. Schaut mal, wie schön die aussieht. Oh mein Gott. Was hast du noch gefunden? Noch eine große Kugel. Mhm. Das sieht aus, als wäre es eine Vase. Wow. Oh, die ist ja schön. Schau mal, mit dem Grün. Boah. Oh, cool. Hilfst du mir mal kurz, die rauszuholen? Hältst du fest? Ui, die ist ja schön. Schaut mal, die ist hier so grün und innen weiß. Was haben wir hier? Ui, das sieht auch schön aus. Ah, guck mal, mit so Vögelchen könnte man dekorieren. Das ist cool. Ich habe nämlich auch Moos mitgenommen beim Blumengeschäft. So, magst du das mal auspacken? Ja. Mal schauen, was da drin ist. Eine kleine Vase. Wow, wie süß. Gefällt sie dir? Ja, haben wir da eine passende Blume? Ja, ich glaube schon. Schau mal, vielleicht passt die rein. Ich habe nämlich extra mal so eine kleine mitgenommen. Müssen wir mal gucken. Ja. Okay, wir machen das jetzt mal und dann holen wir euch nochmal dazu. So, der Alessandro hat mir jetzt geholfen, mal alles auszupacken und oh mein Gott, schaut euch bitte mal an, wie schön diese Kugeln hier aussehen. Ja, ich hab sie, danke Schatz. Da steht Primavera eben, wie gesagt, drauf und da ist so ein Schmetterling noch mit drin. Und das Ganze habe ich jetzt auch nochmal eine Nummer größer. Ich denke, dass ich mir die hier an diese Kirschblütenzweige aufhängen werde. Ich muss mal gucken, wie wir es dekorieren. Und oh mein Gott, schaut euch bitte mal diese Vase an. Ist die nicht schön in diesem Perlmutt? Oder diese hier, hier innen ist sie grün und außen so ein richtig schöner, ja, cremeweißer Ton. Ich bin total begeistert. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir draus machen, der Alessandro und ich. Hier haben wir noch so zwei kleine Vögelchen, die finde ich auch total süß. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass da jetzt nichts passiert. Und ja, wir legen jetzt mal los. Ich freue mich voll. Du auch, Lassie? Ja. Okay, lass uns loslegen. So, wir haben jetzt alles hier mal vorbereitet. Ich habe in die Vasen Wasser und oh mein Gott, die sind so, so schön. Lassie, wenn der Papa mir jetzt wieder Blumen schenkt, habe ich endlich tolle Vasen. Oh Gott, ich bin so verliebt in diese Vasen. Die sind so, so schön.
schön. Und wir waren jetzt gerade am Überlegen, der Alessandro und ich, ob wir hier in dieses Gefäß diese Blume reinstellen sollen oder diese schönen kleinen Vögelchen. Unten drunter dann das Moos. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Also wenn ich das reinstelle, muss ich da Filz außenrum machen. Ich habe jetzt hier noch diesen silbernen Draht geholt, damit ich das so außenrum binden kann, weil so würde das natürlich nicht so schön aussehen, ne? Und ja, der Alessandro, der hilft mir jetzt. Der stellt mal die Blumen in die Vasen, würde ich sagen. Und ich guck mal, wie ich das jetzt hier so dekoriere. Ne, Lassie? Ja. Also, let's go. Where you move, make me blind. You will always be there. There is no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya and leave the rest behind. Der Frühling ist bei uns eingezogen. Der Alessandro hat mir jetzt geholfen und zwar war das seine Idee, hier in diese Holzkiste die Vögelchen zu stellen und Moos unten drunter. Und ich finde, das ist wirklich so, so schön geworden. Also der Frühling ist bei uns eingezogen. Ich habe jetzt hier an diese Kirschblütenzweige diese schönen Kugeln gehängt. Und zwar habe ich gesehen bei Leonardo auf der Seite, dass es diese Version auch noch für Ostern gibt. Also ihr habt quasi in der Kugel so Federn, die werde ich mir definitiv noch bestellen. Und in diese Vase habe ich es jetzt bevorzugt, gar nichts reinzustellen, weil ich finde, dass die einfach total edel wirkt, auch wenn nichts drin ist. Da ist einfach weniger mehr und ich kann euch ja mal zeigen, wie unser Esstisch jetzt aussieht. Moment. So sieht es jetzt hier drüben aus. Und zwar haben wir diese wunderschöne große grüne Vase hier hingestellt, haben Tulpen rein. Der Alessandro hat mir geholfen. Und er wollte ja in diese kleine Vase auch noch eine Blume stellen. Ich finde den Kontrast sehr schön der Farben. Eigentlich könnte man die Vase auch hier in die Mitte des Tisches stellen. Ich mag das aber nicht ganz so gerne. Ich mag das eher asymmetrisch. Sieht man hier auch an meinem Leuchtobjekt. Das haben wir auch ins äußere Drittel des Fensters gehängt. Ich kann euch die Variante aber mal zeigen, wenn die Vase hier in der Mitte steht. Und jetzt gehen wir aber erstmal noch ganz kurz hier rüber. Und zwar haben wir hier diese Kugelvase. Da haben wir jetzt auch Tulpen reingestellt. Finde ich auch super frühlingshaft. Gefällt mir sehr gut. Und bei diesem Glas hier habt ihr ja gesehen, wie ich das drapiert habe. Hier drüben haben wir jetzt noch diese Schale hier. Und zwar nennt die sich Alabastro, meine ich. Und ich habe auch gelesen, dass die handgefertigt wird. Die werde ich mir jetzt in die Küche stellen, weil ich finde, dass die auch wahnsinnig was hermacht. Hier könntet ihr zum Beispiel auch Obst reinstellen oder ja, was ihr so hergestellt habt in der Küche und das zum Beispiel euren Gästen schön auf den Tisch stellen, gefällt mir super gut, aber auch wenn gar nichts drinne steht, ja, macht sie mords was her. Und der Alessandro, der hat mir jetzt geholfen, der hat nämlich die Vase in die Mitte des Tisches gestellt. Schaut mal, so sieht das jetzt aus. Gefällt mir natürlich auch sehr, sehr gut und jo, das ist unser Frühlingsgesteck. Wahnsinnig schön, oder? Was meint ihr? So, meine Lieben, ich war jetzt noch mal ganz kurz unten und als ich hochgekommen bin, habe ich diesen Kontrast hier gesehen zwischen diesen Gläsern. Ich lasse die Glasschale jetzt doch hier stehen, weil mir die super gut auf meinem Sideboard gefällt. Natürlich wird sie auch in meiner Küche mods was hermachen, aber ich denke, fürs Erste lasse ich sie jetzt einfach mal hier. Der Tischkicker, der wird jetzt noch rausgebracht und ich wollte euch noch ganz kurz was zeigen. Und zwar war ich ja in Bad Driburg und durfte mir den Glascube anschauen. Dieses Video hier steht noch auf privat und nein, es ist keine Kooperation. Das habe ich einfach von mir aus gemacht, weil ich euch wirklich dieses wunderschöne Objekt zeigen wollte. Wir stehen ja auf den Bauhausstil, das wisst ihr ja, deshalb haben wir auch so gebaut. Und ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Video. Wirklich, das liegt mir sehr am Herzen, weil diese Architektur ist der absolute Wahnsinn. Ja, meine Lieben, und das war es eigentlich soweit schon von unserem Video, unserer Deko hier in unserem Esszimmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns jetzt natürlich riesig auf eure Kommentare und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.